Immer wieder lässt Russland seine Truppen für Übungen aufmarschieren, so wie hier bei einem Militärmanöver bei Kaliningrad im vergangenen Herbst. Auch die NATO veranstaltet in Osteuropa regelmäßig Truppenübungen. Russlands Präsident Putin wirft dem nordatlantischen Bündnis vor, immer näher an die russische Grenze heranzurücken. Jetzt scheint der Kreml mal so richtig die Muskeln spielen lassen zu wollen. Laut russischen Medien hat das Verteidigungsministerium das größte Militärmanöver seit 37 Jahren angekündigt. Demnach sollen im September in den zentralen und östlichen Militärbezirken 300.000 Soldaten, 2 Flottenverbände und 1.000 Flugzeuge und Hubschrauber an dem Manöver Vostok 2018 teilnehmen. Zum Vergleich, die Gesamtstärke der Bundeswehr, fast 180.000 Soldaten, nur gut halb so viele wie Russland bei seinem Megamanöver aufmarschieren lassen will.